guten Morgen aus dem verregneten Nornes. Wir fahren zur Baustelle. Also der Martin ist schon da, heute kommt Beton. Wenn ihr mal hier seid, müsst ihr nach diesem Schildchen gucken. Ah, da ist der LKW. So, was sagst du, wir beinahe abgefackelt? Sie verliert halt nur Wasser und wir wissen ehrlich gesagt jetzt gerade nicht wo. Und dann haben wir aber den Ofen oder ich habe den Ofen angemacht und dann hat es irgendwann etwas gequalmt. Aber jetzt mache ich wieder Wasser rein und dann ist gut. Und wenn das Wasser wieder raus ist, dann kann man gucken, wo das Wasser hin ist. Okay, also Wasser wieder ablassen, weil unten ist undicht. Aber wir können heute Abend baden. Ach, nee. Und wenn draußen gerade regnet, geht man halt nach drinnen. Hier kommt die offene Küche hin, zweite Etage. Und ich glaube im Moment für die Kinder gedacht. Wohnzimmer mit dem schönen Blick nach draußen. So. Dann haben wir noch wahrscheinlich hier Toilette. Und da hinten gibt es dann noch Schlafzimmer. Ich hole mir gleich nochmal eine genaue Info. Aber dann bist du fertig mit deinem Holzhäuschen und dann kannst du wohnen da drin. Wanne leer, Rohr undicht. Wir kleben das Ding jetzt neu ein und dann ist gut. Neue Dichtung einkleben und fertig. Und dann wieder Wasser rein und wieder warm machen. Das ist anstrengend hier in Schweden alles. Du hast gesagt, es ist total entspannt hier. Und nur Stress. Wenn ihr mal so eingeschnittene Baumstämme seht, so wie die hier, dann sind das ja Fackeln. Naturfackeln, sage ich jetzt mal. Da kommt unten eine Rinne rein, die wird angezündet und dann habt ihr quasi so einen richtig schönen Kamineffekt und ja, so eine Fackel. Und da kann man dann auch Pfanne, Dutch Ofen, das sind so Gusstöpfe. Und ja, damit kannst du dann kochen. Erklär noch mal eben kurz die Kosten deines Hauses. Unser Haus kostet inklusive Transport aus Estland, inklusive Türen und Fenster, 26.000 Euro ungefähr. Die Betonplatte mit der Fußbodenheizung drin, die Heizungsanlage dazu, Sanitär, Toilette, Dusche, Strom, Isolation und Dach. Und wir sind dann hinterher ungefähr bei 60.000 Euro für unser Haus mit 60 Quadratmetern. Also pro Quadratmeter 1.000 Euro fertig. Das ist also im Verhältnis zu Deutschland sehr günstig, ne? Genau. Das Wetter klart etwas auf. Ich kann schon Himmel sehen, das ist schön. Noch mehr Gäste. Vielleicht wollen sie nur gucken, vielleicht kommen sie mal vorbei. Aber so einen schönen alten Unimog hat auch was, ne? Alle haben es im Internet entdeckt. Die beiden gerade auch. Die Jungs mit dem Fundament sind auch schon weit. Da muss jetzt quasi so leicht antrocknen und dann muss das geschliffen werden. Du hast gesagt, du hast immer einen Tampon dabei, ne? Genau, ich hab jetzt immer einen Tampon dabei, weil ich habe gelernt von Martin, ne? Der gute Outdoor-Mensch, der hat einen Tampon dabei, damit er mit seinem Messer und dem Feuerstein sofort ein Feuer entfachen kann. Okay, brennt wie Zunder. Soll wie Zunder brennen, ausprobiert habe ich noch nicht, ja. Aber es wird der Moment kommen, in dem ich oben in einen Tampon gehört habe. Die Größe spielt jetzt keine Rolle, ne? Wir werden sehen. Okay. Vielleicht habe ich demnächst die extra starken dabei. Da draußen so ein Mistwetter ist, hier draußen, und es glaube ich erstmal nicht besser wird, leider, zeige ich euch heute mal die Suga. Es ist alles da, was man braucht. Ein gemütliches Mobiliar. Natürlich auch zwei Betten, ein paar Schränke, Tisch. Super. Und das ganze Ding ist auch noch beheizt. Und natürlich mit direktem Blick auf die Küche. Wie ihr ganz klar in meiner Augenbekleidung sehen könnt, hat sich das Wetter etwas gewandelt. Die Batunga ist geflickt. Geflickt, habe ich gesagt. Geflickt. Geflickt. Voll einsatzbereit. Ja. Ich mache jetzt den Ofen an, ich habe da auch schon mal was vorbereitet.
Und Paul habe ich schon erklärt, dass man ein bisschen Birkenrinde nimmt in Schweden, weil die Birkenrinde hat hier viel Teer und die brennt super. Klappt natürlich jetzt gleich nicht, aber eigentlich geht's. Ja. Ah, guck mal. Geht doch. Ja. So, Hölzchen rein und fertig? Oder wie sieht das aus? Wie, ja. Mach's einfach voll und dann macht das voll. Feuerchen seinen Weg. Sauber. Der Paul, der macht jetzt gleich schön weiter, ne? Ja. 2 Stunden bis 39 Grad ist und dann gehen wir baden. Mach ich. Wann mach ich weiter? Ja, du guckst jetzt, dass da gleich immer Holz drin ist. Und ach, Feuer rein. Musst du mal mit dem Paddel ein bisschen nachrühren. Okay. Ne? Mit dem Paddel? Ja. Wenn du das nicht ordentlich machst, dann liegt es an dir, dass wir alle heute nicht baden gehen. Du machst Druck. Weißt du das eigentlich? Ist das ein Problem für dich? Nö, geht schon. Kommst du mit Druck nicht klar, Paul? Ja, ja, geh mal. Geh mal weitermachen, da heute klappt ja bei dir nichts. Ich habe ja schon ein paar Drohnenflüge hinter mir, die sind super gelaufen. Bei mir geht heute nichts. Aber hier qualmt schon, guck mal. Ah. Die Jungs mit dem Haus sind auch fertig. Also mit dem Fundament. Nur der Robert, der muss hier noch ackern. Und die machen gerade fürs Haus die Stromleitung fertig. Ist ja immer noch nicht leer. Ja, aber fast fertig. Guck doch mal rein. Ach so, das ist Tarnung, ne? Ja. Hier vorne noch alles voll und da ist alles leer. Ja, ja. Ja, und wir machen hier so eine kleine Party. Ach so, ja, dann viel Spaß. Jo. In der Zeit guckt der dumme Stadtmensch nochmal nach dem Feuer. Ja, geht doch mal. Und dann gucken wir mal nach dem Thermometer. Was sagt es denn? Wollen wir das sehen? 30 Grad? Ja, ne? Also das kann ich, das glaube ich nicht. 30 Grad fühlen sich anders an. Aber vielleicht wird man hier auch getäuscht. Das ist Schwedens Zauber. Was machst du jetzt? Ich muss jetzt unseren Gästen und Freunden zeigen, wie man mit einem Tampon Feuer macht. Mit einem Messer, das Funken schlägt. Und zwar macht man das Tampon aus der Packung. Ich entschuldige mich übrigens für meine absolut kaputten Finger. Auf jeden Fall macht man das Tampon aus der Packung raus und da muss man zusehen, dass man mit dem Gerät hier so ein bisschen, dass man das aufdröselt. Habt ihr das gemacht, ja, als ihr erfolglos wart? So, auf jeden Fall macht man das schön auseinander. Und beim Tampon ist das Tolle, dass man einen Anzünder dabei hat, der immer wassergeschützt eingepackt ist. Ne? Und meistens, wenn man nicht als Single unterwegs ist, hat man auch einen Tampon immer dabei. Jetzt legt man das windgeschützt hin und dann nimmt man sein tolles Feuermesser. Und dann brennt das. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt muss ich jemand ans Telefon gehen. Ja. Oh, Chefin. Kaum Tampon ganz gezündet, ruft die Chefin an. Ich kaufe dir ein neues Tampon. So, warum haben wir die jetzt rausgerissen? Damit wir neue pflanzen können. Dafür haben wir hier einen antiken Stab. Mit dem macht man ein Loch. Dann kommt das Bäumchen rein. Jetzt braucht das natürlich ein paar Tage. Bis das, bis das seine 20, 30 Meter hat, ne? Ja. Und ich schenke dir das Leben. Du bist so gütig. Jetzt ist ja der Styropor dran. Damit die Feuchtigkeit so lange wie möglich erhalten bleibt. Das ist Pauls Baum. Das ist mein Baum, da schreibe ich gleich den Namen drauf. Ich glaube, ich nenne ihn Paul. So, noch 200. In welcher Zeit, ist die Frage. Vorher gibt es kein Elch T-Bone Steak. Oh. Wo wart ihr heute? Wir waren heute in Sälen, Sälen. Sälen einkaufen und sind den vorgeschlagenen Weg gefahren.
mit einem kleinen paar zusätzlichen Abstechern. Okay, aber ihr habt es gefunden. Ja, super. Wir waren 3 Stunden unterwegs. Cool. Super. Schönen Abend. Schöne Strecke. Danke. Ich habe das dumme Gefühl, dass ich den ganzen Tag hier in der Sonne stand und morgen einen tierischen Sonnenbrand habe. Das heißt, merkt euch mein Gesicht. Morgen könnt ihr mich nicht mehr erkennen, da bin ich Rothaut. Kommt bestimmt auch aus Schweden. Zwischen 400 und 600 Gramm Elch-T-Bone, das klingt doch ganz gut, oder? Das klingt hervorragend nach so einem Tag. Wir kriegen euch satt. Super. Ihr habt Strom gemacht? Wir haben Strom gemacht. Ja. Ja. Mhm. Okay. Jetzt kommt das, wo ich die ganze Zeit drauf gewartet habe. Auf die Pfanne. Wie viel Grad haben wir denn jetzt? 41. 41 Grad? Ja. Aber wir heizen noch. Ha? Oh, das ist aber angenehm. Was denn? Oh. Hier in 41 Grad Wasser, hinter einem die Berge und dann guckt man zum Beispiel auf seinen Geländewagen, auf gehacktes Holz, schöne Wolken im Himmel. Ja, das stimmt. Ich muss mal die Wolken zeigen. Und der Bier wird immer leerer, super. Und da das jetzt die schönste Position ist, verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Abend und ich mir auch. Lapa, oh mein Gott. Ich meine, das ist ja bearbeitet. Achso, ja gut, das stimmt schon. Das ist ja jetzt.